Scheiden Sprung oben ins Flügelkommen, unten ein bisschen weniger. Würde der Saison für ihn noch einmal die Krone aufsetzen. Gut getroffen am Tisch. Mhm. Ja, ja. Stark. Ja. Super. Und auch tolle Landung. Die kann wichtig sein ja. Jetzt. Die Punkte können jetzt wichtig sein. Sehr guter Absprung. Jetzt sind gleich merkt, dass er in eine gute Flugposition kommt, dass er sich wohlfühlt. Der hat einmal definitiv vorgelegt. 233 Meter, damit ist er nur um einen Meter kürzer als Piotr Schiwa. Kriegt vier. Jetzt aber Markus Eisenbichler. Was ist mit seinen Aussichten heute? Wind ist ein bisschen günstiger für meinen Geschmack. Kommt zwar von der Seite, das kann hier stören, da ist er ein bisschen gerade, ein bisschen aufrecht, ein bisschen Tempo verloren. Aber er ist ran, steht runter und er versucht sogar den Dänemark dazusetzen. Ein wilder Hund. Um dem Kobayashi Ryoyo Paroli zu bieten, 141. Schon aussichtslos weit zurückzuliegen scheint. Ist nicht mehr so schlimm mit dem Rückenwind, jetzt sauberer springen. Ja, viel besser in der Luft, auf jeden Fall ein starker Sprung. Ja, da ist es doch, da ist es doch. Meine Güte, warum denn nicht gleich so? Ein Riesensatz. Der Ex-Weltrekordler Johansson, was der kann, kann ich auch. Der war ja ganz kurz mal Weltrekordhalter in Vickersund. Und Eisenbichler, Toni, Traumsprung. Ja, der hat es jetzt geschmeckt, wie das geht mit dem Schieflegen und verfeinert die Nuancen von Sprung zu Sprung und hat die Chance genützt. Und Sven, das ist ja nicht zu fassen. Sensationell, sensationell. Und das ist genau das, was ihn halt auszeichnet. Er hat oben trotzdem noch seine Ecke drin. Aber wenn der im Hang ist, der verliert keine Höhe. Der wird so schnell, das ist brutal. Den knallst du unten rein. Sensationell. Kam gar nicht auf eine Weite, dann hat er das verbessert. Aber auch der Qualifikationssprung hat ihm das noch ein bisschen zu schaffen gemacht. Richtig über den Ski zu kommen, sofort. Er macht's gut. Besser. Jawohl, stark, Markus Eisenbichler. Bleibt auch stehen, super. Boah. Obwohl er da Mühe hatte, noch den Sprung abzufangen. Es war ein Wahnsinnssprung. Also mit den Voraussetzungen. 146 Meter. Wer der Schuster pfeift, weil Eisenbichler ihn nicht sieht, nicht sehen kann, die Fahne. Schanzenrekord für Markus Eisenbichler. Das muss reichen. Nicht ganz. Ein Meter fehlt. 237,5. Dreifache Weltmeister von Seefeld. Ja, und da sind sie nur, glaube ich, 30 Punkte oder was auseinander. Die ersten vier, das ist ganz knapp. Also, boah, 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 hey! Das ist super! Schau mal, der springt da noch einmal vor Freude im Auslauf. Der war gestanden, auf jeden Fall. Weite 248 Meter, damit stellt er seine persönliche Bestweite. Den Besten bei der Tournee aus deutscher Sicht. Auch nervenstark. Ja, der läuft. Markus Eisenbichler gelandet. Das ist unfassbar. Wo ist der hingesprungen? Das ist die Führung für Eisenbichler. Man hat kurz Angst gehabt. Kann man da überhaupt noch landen? Er kann. Schlecht. Auch wenn er Aufwind gar nicht so sehr mag. Aber er hat ihn jetzt und könnte ihn nutzen, wenn er sich drauflegen kann hier. Sehr gut, sehr hoch. Jetzt ist er ruhig. Jetzt geht er weit. Jetzt geht er rüber über die zweite rote Linie auch. Und landet den auch sicher diesmal. Kein Telemark, okay. Aber sicher runtergebracht, das Ding. Aus dieser Höhe. 247 Meter bis auf einen Meter ran an seinen deutschen Rekord.